Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stasis. Ich bin immer noch krank, weil es ungefähr 2 Minuten nach der letzten Aufnahme ist. Und ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar, wenn sie lächelt, möchte ich mal an sie rangehen. Also wenn sie das Smiley-Face hat, möchte ich mich ihr mal nähern. Mal gucken, ob dann irgendwas anders ist. Manchmal stößt sie ja sowas aus und dann hat sie so ein Smiley-Face über dem Kopf. Und mal gucken, ob ich dann auch gefressen werde. Oder ob mir das sagen will, ey, ich bin gerade voll friedlich. Chill mal. Tatsache. Tatsache. Was habe ich jetzt gemacht? Aber ich habe was. Was habe ich denn? Was habe ich? Ein Greifer der Königin. Kann ich damit den Bernstein? Ah, guck mal. Und ich habe es nirgendwo nachgeguckt. Ich habe es nirgendwo nachgeguckt. Und wir haben hier einfach mal einen Zahn gezogen. Nice. Durchbohrter Bernstein. Der Saft quillt, oder? Aus dem Bernstein hervor, ne, verteilt sich langsam wie Honig auf dem Fußboden. Kann ich einfach so mitnehmen? Einfach mal in Harz greifen, das ist eine gute Idee. Klebt gar nicht an den Fingern oder so. So. Und dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt das Harz hier ranschmieren können. I don't think that'll work. Vielleicht da ranschmieren können. Und Metallplatte mit Saft an das gesprungene Glas. Fast wie bei K-Glas hier. So, jetzt kann ich hier an das Computerterminal, kann den Verdampfer aktivieren und gucken, was dann passiert. Was habe ich jetzt? Verdampfte Pheromone der Königin. Okay, kann ich die jetzt an die Sauerstoffdings da machen? These don't go well together. Nee. These don't go well together. Ich dachte, ich könnte das vielleicht irgendwo hinschießen. I don't think this will fit. Hä? Ich dachte, ich könnte jetzt hier die Insekten damit irgendwie. Ah, direkt die Insekten, okay. Kann ich jetzt hier hin? Aber ich habe euch doch die Königin-Pheromone dahin geworfen. Oder muss ich das öfter machen oder was? Ich meine, ich kann sie ja auch öfter melken. Kann ich ja noch öfter verdampfen? Das wäre jetzt die Frage, die sich mir stellt. So, habe ich die Pheromone dabei? Ja, verdampfte Pheromone mit Leiche? Nein. Maybe. No. Mit Insektenschwarm. Oder muss ich durchrennen, während die jetzt irgendwie da so halb verschwinden? Ne, scheinbar nicht. Okay, war auch ein Versuch wert. Oder kann ich das mit mir selbst benutzen? Dass sie mich dann als Königin sehen und mich nicht angreifen. Man hat ja auch immer die Möglichkeit, das mit John zu benutzen. I don't think this nee, will kann fit. Ich nicht. Okay. Warte, dann gucke ich mal. Habe ich noch Milch? Ich habe noch Milch. Kann ich das nochmal machen? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Aber wahrscheinlich kann ich nicht 2 davon im Inventar haben. Das heißt, wir werfen jetzt erstmal ein Ding hin. Werfen dann noch ein Ding hin und vielleicht sogar noch ein Ding und dann schauen wir, was passiert. Nein, nicht dahin gehen, okay. Wer schreit denn da? Schreit sie? Na, hier ist noch alles ruhig. Aber ich kann nicht nochmal melken, wenn ich gerade da bin. Nee, wir haben ja noch. Nee, die Milch haben wir schon abgestellt. So, dann nehmen wir nochmal Milch mit.
und verdampfen erstmal die Milch, die wir haben. Oder kann ich damit auch die Königin bewerfen? Nee, kann ich nicht, okay. Aber hier ändert sich so gar nichts. Noch Milch? Ich habe noch Milch. Ich guck mal, ob ich jetzt zwei von diesen verdampften Dingern auch mitnehmen kann. Wir machen jetzt mal eins. Und dann gucken wir, ob wir noch eins machen können. So, Verdampfer aktivieren. So, dann holen wir jetzt nochmal eine Flasche Milch von der Königin. Lecker, lecker Milch. Lecker Insektenmilch. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Na, nimm mit. Nimm mit. Dann müssen wir nochmal was machen, wenn sie happy drauf ist. Kann natürlich auch sein. Nee, das wollte ich nicht. No, that won't work. Gucken, ob ich davon jetzt zwei im Inventar habe oder ob das eine jetzt umsonst war. Eines war umsonst. Sehr schön. Gut zu wissen. Wir können also nicht mehrere nehmen und die da hinwerfen oder so. Dann probiere ich nochmal was, wenn die Königin lächelt, ob ich dann irgendwas machen kann. Erstmal probiere ich es hiermit. Wenn sie gerade smilet. Na komm. Lächle für mich, du wunderhübsche Königin. Zeig mir dein schönstes Lächeln. Na? Hallo? Lächle. This isn't going to work. Okay, beim nächsten Mal versuche ich nochmal reinzugreifen, ob ich dann noch was anderes rausnehmen kann aus ihr. Aber ich wüsste auch nicht wozu, aber ja, probieren wir es einfach mal. Na. Ja, ein bisschen lange gemacht hier. Ne, da passiert nichts mehr, dann gehe ich wieder schnell weg. Okay. Das geht auch, okay. Ach, die sind alle. Ach so, die fliegen dahin, wo das ist. Ah. Verstehe. Sehr gut. Machen wir das auch mal, wozu auch immer. Machen einfach mal hier Sauerstoff. Oxygen levels increasing to dangerous levels. Dangerous levels, okay. So, da haben wir noch einen Sauerstoffsammeltank. Machen wir auch noch mal auf, weil wir es können. Ah. Fire Hazard. Da oben haben wir noch Leichen. Charles A. Young.
und Jim Taylor. Wir gehen mal hier weiter. Da haben wir Drakan, da haben wir Frank Flurry, den Barkeeper. Ach, hier sind wir. Ich dachte, wir sind gerade. Ach, wir sind da unten lang gegangen, okay. Von Lianen umstungener Körper. Die Lianen haben diesen Körper so vollständig umstungen, dass du überrascht bist, als du feststellst, dass er immer noch atmet. Die arme Seele ist bewusstlos und musste schon eine ganze Weile liegen. Es sei denn, die Lianen sind extrem schnell gewachsen. Können wir den da befreien? Was haben wir jetzt? Eine Notfackel, okay. Wassersammelbecken. Hin und wieder fließt der Überfluss aus dem Sammelbecken auf den menschlichen Körper. Darunter besprenkelt das Gesicht mit Wasser. Das ist Markus H. Waldes der Dritte. Ah, da kann ich weitergehen. Du erwartest fast ein affenartiges Monster zwischen den Lianen zu entdecken. Nee, danke, muss nicht sein. Dankeschön. Wo bin ich? Wo? Ach da. Stillgelegtes Wassersammelbecken. Algen haben eine schleimige Masse auf der Oberfläche des stillgelegten Beckens gebildet. Da haben wir Ingo Godau und Grayson Wendell. Da ist Eleanor Way. Sie ist mit verkrusteten Pilzgewächs und Lianen übersät. Ein menschliches Nervensystem für die schlagenden Gewächse. Anscheinend lebt sie noch. Oh Gott. Ach, das war's jetzt. Geh doch mal hin. I could get you out. I could cut you free. Okay. Da haben wir noch ein PDA von Eleanor F. Way. Kennen wir die? Okay, erstmal was lesen. 19. Januar. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allgütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Ich wünsche nur, seine Güte hätte sich auch auf Chelsea erstreckt. Der Küchenchef hat mir gesagt, dass ein paar der anderen Besatzungsmitglieder sich mit einer ARG-Patientin an Bord unwohl fühlen. Ich fragte, ob ihre Arbeit in irgendeiner Form unter der Norm sei, was ihm sichtlich unangenehm war. Und worauf er genauso antwortete, wie ich es erwartet habe. Nein, sie war eine hervorragende Kraft. Aber sein Team fühlt sich trotzdem unwohl in ihrer Gegenwart. Genetikerin und zugleich Christin zu sein, mag vielen widersprüchlich erscheinen, aber das ist deren Bürde, nicht meine. Ich glaube an Gnade und Barmherzigkeit. Es war nicht Chelseas Schuld, dass sie als ARG-Baby geboren wurde. Mein Ex-Mann James gibt mir die Schuld. James wollte, dass sie stirbt und als sie mich weigerte, packte er seine Sachen und ging. Das passte mir gut. Ich verzichte lieber auf einen lieblosen Ehemann und Vater als auf mein wunderschönes Kind. Und das ist sie. Sie ist wunderschön. Ein Geschenk Gottes, dass auf einem Schiff mit den angeblich fortschrittlichsten Köpfen der Galaxie jemand ein Problem mit ihrer Erkrankung hat, widert mich an. 20. März. Toleranz und Geduld sind Tugenden, die der Herr wohl zu schätzen weiß. Doch hier auf der Groom Lake werde ich diesbezüglich einer harten Prüfung unterzogen. Einen meiner Untergebenen habe ich erfahren, dass vor ein paar Tagen eine neue Lieferung ankam, die für Projekt Seed gedacht ist. Meine Bedenken wegen der Gefahren von Seed sind kein Geheimnis. Angesichts der Größe der Lieferung, der offensichtlichen Absicht, mir diese Information vorzuenthalten, habe ich den Verdacht, dass einige meiner Kollegen versuchen zu verbergen, was genau da angekommen ist. Wenn es so ist, wie ich annehme, werde ich nichts, und ich meine nichts, unversucht lassen, um Dr. Malan loszuwerden. Die Kane Corporation ist ein Unternehmen, das die Wissenschaft fördert und nicht die düstersten
und nicht die, dass die Wissenschaft fördert und nicht die düsteren Pläne und skrupellosen Ambitionen Einzelner. Ich habe moralische Bedenken wegen der Forschung von Kane im Waffenbereich. Das stellt meinen Glauben wirklich auf die Probe, aber die Durchbrüche in der Medizin, die Kane erzielt hat, haben die Welt verändert und meine ganz besonders. Chelsea ist überhaupt nur am Leben wegen der Forschung von Kane. Deshalb tue ich das, was ich tue. Ich arbeite in der Genetik, um Heilmittel für mein Liebling Chelsea und andere wie sie zu finden, nicht für das Geld. Es ist mein Job, die Dinge für sie in Ordnung zu bringen. 21. Mai. Heute Nachmittag habe ich mit Dr. Gray zu Mittag gegessen. Er ist ein widerwärtiger kleiner Mann und unverbesserlicher Misanthrop, aber wenn man jemanden sucht, um über das Projekt Ziel zu reden, dann gibt es wenige, aus denen so einfach Informationen herauszubekommen sind. Sein Ego übersteigt seinen Sinn für Vertraulichkeit um einiges. Projektverantwortliche und Mitglieder dürfen eigentlich keine Details zu individuellen Projekten ausplaudern, aber er kann sich einfach nicht zurückhalten. Nichtsdestotrotz hat er einige verstörende Details preisgegeben. Mir ist klar, wo unsere Exemplare herkommen. Schließlich brauchen wir menschliches genetisches Material, um Medikamente für Menschen zu entwickeln. Die Wahrheit ist grausam, aber es gibt Papierkram, Genehmigungsformulare und Verträge, die für den Nachschub sorgen. Und diese Ladung hat nichts davon vorzuweisen. 25. September. Sie sind Kinder, o Herr, der du doch gnädig bist. Wie konntest du das Malan, dieses gottlose Monster, tun lassen? Es hat Monate gedauert, aber ich habe endlich eine junge Mitarbeiterin namens Danica Boxer im Cargo-Bereich gefunden. Dr. Tenchu hat mich an sie verwiesen, so ein liebes Mädchen. Offenbar war die Ladung eine Kombination von Erwachsenen und Kindern und sie alle wurden über illegale Kanäle für die Genforschung besorgt. So etwas habe ich nie zugestimmt. Ich werde diesen Ort verlassen und Chelsea mitnehmen, bevor ich auch nur eine Minute länger für diese Firma arbeite, die Forschung an Kindern unterstützt. Es gibt keine Worte, die seelenlosen Kreaturen beschreiben könnten, die das getan haben. Rache? Ich glaube nicht an Rache. Rächet euch nicht, meine Lieben, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich wollte ihm die Nase putzen, Entschuldigung. Weiter. 26. November. Wo ist sie? Diese Biester greifen mit aller Macht an. Die Schreie sind über Funk zu hören. Sie sterben alle. Ich kann sie durch die Lüftungsschächte wieseln hören und das Blut sehen, das sie vergießen und an die Wände spritzen. Chelsea, oh Gott, bitte bring sie zu mir. Ich bin gefangen in der Hydrokultur. Bitte lass mein kleines Mädchen mich finden. 9. Dezember, Sprachnotiz. Ich kann Chelsea nur Zentimeter von mir entfernt sehen. Leblos. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir selbst das Leben zu nehmen, nachdem sie direkt vor meinen Augen gestorben ist. Als diese Kreaturen angriffen, versiegelte die Crew einige Teile des Schiffs und ich saß in der Hydrokultur in der Falle. Dieser Pilz hat mich erreicht und jetzt ist er in mir. Er entweiht meinen Körper, seine Nerven und meine Großhirnrinde gewunden. Ich kann seine Bewegung spüren. Ich versuche, meine Arme zu bewegen, aber er lässt mich nicht. Er zwingt mich zuzusehen, wie der Pilz mein kleines Mädchen auffrisst. Ich muss zusehen und darum beten, dass das Ende bald kommt. Also kommt es nicht auf das Wollen und Sterben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Grayson? Ingo? Wo ist Chelsea? Chelsea sehe ich hier nicht. Überwucherte Lian. I'm gonna help you. I'm gonna help you end this. But you need to help me first. I don't need you to leave. I need you to crack this flare. The oxygen will ignite. Then you will die. Aber ich muss hier raus. Achso, wir laufen schon selber. External temperatures detected. Plug suit has regulated body temperature to benchmark level. The fire systems just went haywire over here, John. What did you do? I cleared the vines. With a flamethrower? Something like that.
Fire in Oxygen Gardens 1, 3, 5, 6, 9. Fire in Oxygen Gardens 2, 7, 8. Fire suppression system activated. Warning. Fire suppression system compromised. Warning. Shit! Oxygen production has been compromised. Are the vials still intact? Oh. Oh, God, please don't say burn them out. Just the one on this level. It's caused a chain reaction, John. They're all going up. We have a time limit now. Powers at most. Get my daughter right now. Ruhiger Freischalt Gardening. Achso, ich gehe wieder. Ich muss wieder zurück. Ist jetzt zu Ende? Die Musik ist so laut. Ah, ich kann Fahrstuhl fahren. Ich guck mal, ob es jetzt zu Ende ist, weil da mache ich das in dieser Folge noch. Sonst, beende ich die Folge gleich. Aber das gucken wir nochmal, was jetzt passiert. You little shit! What have you done? Listen to me. Fire cleanses. Mr. Marichek, I'm gonna make sure you burn for what you and your friends have done to me. To my own! No, please. I have nothing to do with this. You are getting much further. Where is she, Tim? Where is Rebecca? She's in a containment area at the other end of Seed. Okay, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich glaube, wir kommen dem Ende aber jetzt relativ nah. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Stasis. Ich werde mich jetzt wieder ins Bett legen. Macht's gut. Tschüsschen.